Herzlich willkommen beim Stadtmagazin. Ich freue mich sehr, zu Gast zu haben, Bengt Berg. Freut mich auch, hier zu sein. Von der SPD. Genau. Bisher nur von der SPD, aber in Zukunft für die SPD und möglicherweise im Bundestag. Ja. Was ist bei Ihnen in der Sozialisierung schiefgelaufen? Also Ihr Jahrgang müsste doch eigentlich, die Coolen sind doch bei den Grünen. Was ist da mit der SPD gelaufen? Nun ja, die Grünen haben es geschafft, tatsächlich sich komplett einmal in Schwarz auszuhöhlen. Dementsprechend denke ich nicht, dass wir dort eine richtige Adressierung haben. Gerade durch meine Herkunft, ne, aus der Arbeiterklasse, aus dem Osten, aufgearbeitet und dann Verantwortung übernommen für die Arbeitnehmer. Da sehe ich mich tatsächlich ganz originär bei der SPD. Aber was würden Sie denn machen, wenn Sie gesetzt den Fall, Sie kommen wirklich in irgendwelche Ämter und Würden, ja, wo auch immer. Es ist tatsächlich so, dass die Grünen innerlich schwarz geworden sind. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr bürgerliche Partei geworden. Auch diesen Vorwürfen sehen wir uns als SPD natürlich gegenüber. Gerade aber das aktuelle Wahlprogramm zum Beispiel und mein persönliches Programm sprechen dem entgegen. Ich bin tatsächlich ein klassisch sozialisierter, untere Mittelklasse-Mensch, der tatsächlich auch für diese Kolleginnen und Kollegen steht und für sie kämpfen möchte. Ja, und wenn man das auf die Grünen mal sieht, nun ja, die Grünen sind momentan sehr, sehr bürgerlich unterwegs und sind mit ihrer verbotsorientierten Politik nicht wirklich im Fokus, wie man ein Land sauber gestalten sollte, sondern man sollte es sozial gestalten, man sollte es ökologisch gestalten und man muss es digital gestalten. Eigentlich müssten wir eine viel längere Einleitung machen, aber wir sind schon irgendwie völlig im Kampf. Da muss ich auch weiter fragen. Wenn Sie die Wahl hätten, Sie haben die eine Stimme vor der Mehrheit und Sie bräuchten einen einzigen Koalitionspartner und den dürfen Sie sich wünschen. Wer wäre denn das? Das Gute ist, dass wir momentan, was den Fokus betrifft, nicht darauf schauen, was die anderen tun, sondern wir ruhen in uns selbst, wir sind bei uns, wir sind in einem guten Programm unterwegs und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Koalitionspartner sich dann bei uns anstellen werden und schauen können, wie sie mit uns zusammenarbeiten. Das war politisch total klug gefragt, aber ja überhaupt keine Antwort auf das, was ich gefragt habe. Am liebsten die Linken oder die Grünen oder die CDU? Am liebsten SPD. Mit den Linken, den Grünen oder der CDU? Wie am liebsten allein. Wie sind Sie denn sozialisiert? Sozialisiert bin ich natürlich in einem Spektrum, dass man natürlich die Arbeitnehmerschaft und natürlich den sozialen Mittelstand mit den sozialen Berufen, die jetzt gerade sehr, sehr wichtig sind, dass man die in den Mittelpunkt zieht und dass also man die Linken endlich mit dem nötigen Respekt behandelt, wie sie behandelt werden müssen. Andererseits weiß ich natürlich sehr genau, dass wir ein Land sind in der Mitte Europas, das halt natürlich auch nach außen agieren muss mit einer starken Außenpolitik. Dementsprechend sage ich, wir sind tatsächlich das, was man die linke Mitte bezeichnen kann. Und wir brauchen Klima und deswegen die Grünen. Aber die Antwort ist, wenn Sie eine Chance haben, Sie haben die Chance, die eine links, am liebsten links, das heißt ja nicht, dass man mit den anderen nicht kann, am liebsten links, am liebsten grün oder am liebsten schwarz. Am liebsten noch immer die SPD tatsächlich. In einer Führungsverantwortung. Und wenn es gar nicht anders geht, dann werden wir uns in Verhandlungen darum kümmern, dass wir einen guten Koalitionspartner bekommen. Ich sehe schon, das kann ein längeres Gespräch werden. Dann versuche ich es mal von hinten. Wer ist denn Ihr politisches Vorbild in der SPD? Es gibt ja immer so die Menschen, weswegen man da eingetreten ist. Ich muss sagen, das letzte Mal, als ich SPD gewählt habe, war es der Kollege Schröder. Der viele, viele Jahre Kohl abgelöst hat. Und da stand noch einer daneben, Oskar Lafontaine, ein großartiger Redner. Aber wer hat Sie denn jetzt direkt an die Partei also gebracht? Also ein direktes Vorbild in der Partei gibt es als solches nicht. Es gibt einige politische Vorbilder, die ich natürlich habe, das ist ganz klar. Was mich in die SPD gebracht hat und in der SPD hält, ist tatsächlich die Programmatik. Das ist einfach die Orientierung auf die Arbeiter und Arbeiterinnen, das ist die Orientierung auf die Angestellten und das ist einfach der Kampf für die Rechte der Menschen hier im Lande.
ja, für die Gerechtigkeit als solches. Was die politischen Vorbilder betrifft, da gibt es einige. Es gibt rhetorische Vorbilder, es gibt inhaltliche Vorbilder. Fangen Sie mal an. Ja, rhetorisch zum Beispiel Gregor Gysi, ein begnadeter Rhetoriker. Ja, falsche Partei, kann man nur überdenken, was man möchte. Ne? Man kann aber auch sagen, alles klar, was das Programmatische betrifft und wie man eine Programmatik in die Partei hineindrückt und halt wirklich durchbringt. Da muss man natürlich, muss ich Ihnen beipflichten, muss man Schröder recht geben und sagen, meine Güte, der hat halt wirklich an dieser Stelle einiges geschafft. Andererseits muss man natürlich sagen, das, was er durchgedrückt hat, das begleitet uns jetzt noch, und zwar im Negativen. Was das Inhaltliche betrifft, sind wir natürlich bei Eskens und Boyans sehr, sehr gut aufgehoben. Gerade das aktuelle Programm gibt uns große Möglichkeiten, zu agieren und auch mit den Bürgern in Kontakt zu kommen, weil es gerade einige Lücken hat, die absichtlich nicht besetzt werden. Wir können also in den Dialog gehen und können endlich die Bürger dort abholen, ihre Meinung einholen und mit den Bürgern zusammenarbeiten. Das heißt, wir geben keine Antworten mehr auf Fragen, die gar nicht gestellt wurden. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Das haben Sie aber gerade gemacht mit der langen Antwort bei mir, als ich nur gefragt habe, rot oder... das ist das, was man von Politikern bekommt. Aber jetzt natürlich die Frage, also Sie müssen das natürlich sagen mit Eskens und Walter Borjans, aber seien wir ehrlich, so richtig cool sind die ja nicht. Also die würde man jetzt nicht zu einer Party einladen. Da wüsste man sofort, A, es kommt keiner, weil man halt keine interessanten Gäste hat. Und B, wenn man mit denen ins Gespräch kommt, wird es schwierig. Das sehe ich ein bisschen anders. Also bei der Partys habe ich selber studiert und habe einige Studi-Partys mitgemacht und so. Es kommt immer auf den Studiengang an. Also ich habe schon schlimmere. Mathematiker-Partys sind immer sehr interessant gewesen tatsächlich. Aber es war auch sehr spannend, wirklich gesagt. Es ist natürlich inhaltlich eine sehr, sehr unaufgeregte Debatte, die wir aktuell haben. Wir hatten sehr, sehr viele Parteivorsitzende, die es, oder auch weibliche Vorsitzende, die es geschafft haben, wirklich stark zu polarisieren, wirklich in den, in den Austausch kaputt zu machen. In der Partei. Und dann ging es gegeneinander. Dieses Vereinende, was wir aktuell haben, das ist etwas, was einen sehr, sehr hohen Wert hat. Und wenn man mal zurückdenkt, die SPD hat das seit wie vielen Jahren nicht mehr hinbekommen. Wir sind momentan auf einem sehr, sehr guten Weg, dass wir sehr, sehr einig sind, dass wir sehr, sehr stark sind, dass wir in uns ruhen und dass wir wissen, welche Fähigkeiten wir haben und mit was wir in diesen Wahlkampf gehen können. Und das ist gut. Das ist wirklich sehr gut. Also meine Wahrnehmung von außen war, dass man Olaf Scholz nicht haben wollte, und sich umgeguckt hat und hat dann die Leute gewählt, die irgendwie bei zwei nicht auf dem Damen- und Herren-Klo waren. Weil ich habe tatsächlich von Frau Eskens und auch von Herrn Walter Borjans vorher noch nie etwas gehört. Ich wohne jetzt auch nicht in Nordrhein-Westfalen, alles geschenkt. Aber haben Sie tatsächlich innerhalb der Parteien von den beiden was gehört? Aus meiner persönlichen Historie heraus kann ich sagen, ich hatte noch nicht von Ihnen beiden gehört. Sie machen aber einen sehr, sehr guten Job, das muss man wirklich sagen. Ich fand ehrlich gesagt diese ganze Nominierungsrunde vielleicht etwas zu groß, im Sinne von, dass es zu lange gedauert hat, dass zu viele Beteiligte da waren. Davon hätte auch ein sehr, sehr starkes Schisma ausgehen können. Das hätte die Partei spalten können. Hat es aber nicht, es hat sie geeint. Und wenn man sich, was den Nachwuchs betrifft, beziehungsweise das Nachrücken der jeweiligen Parteivorsitzenden betrifft, sich die CDU mal anschaut, da gibt es, glaube ich, ein ganz anderes Schisma, was da momentan vorherrscht. Locker die Hälfte der CDU wollten Merz ganz oben haben, gerade was den Osten der Republik betrifft. Und dementsprechend ist so eine Erneuerung natürlich immer ein Prozess, der mit gefallenen Spänen einherkommt. Nichtsdestotrotz ist es etwas, was sein muss. Und ich glaube, das hat die SPD dieses Mal wirklich sehr, sehr gut bewältigt. Aber ist das wirklich so? Ich sage, außer Olaf Scholz persönlich, der bei einem Stand von 16% davon redet, dass er Bundeskanzler werden will und jeder sich dann betreten wegdreht, weil er nicht laut lachen möchte, so richtig sexy viel ist nicht da. Wir brauchen uns über Laschet nicht zu unterhalten, auch nicht vorhanden. Aber dann sehe ich jemanden wie Robert Habeck und da würde ich sagen, den würde ich zur Party einladen. Ja, bei Robert Habeck, der mag sicherlich ein guter Rhetoriker sein und der mag sicherlich auch in der Politik recht stark sein, was das Verbale betrifft. Aber ich glaube, inhaltlich ist über die klassisch grünen bürgerlichen Ziele hinaus nicht wirklich was da. Das heißt, die ganze Arbeitnehmerschaft zum Beispiel, die bei der SPD sehr stark vertreten wird, die wird sich noch umschauen, wenn sie tatsächlich alle in Richtung Grün laufen und sagen, okay, wir möchten das jetzt grün haben, dann wird das auf einmal sehr, sehr teuer werden. Und keiner denkt daran, wie die Arbeitnehmerschaft, wie die normalen Angestellten, wie die normalen Arbeiter am Band, wie die sich das alles leisten sollen. Wie sollen sie die elektrische Mobilität umsetzen? Das geht gar nicht.
Der Sprit wird immer teurer. Wir haben die Möglichkeiten nicht, irgendwie sich ein E-Fahrzeug zu kaufen. Es gibt noch keinen Sekundärmarkt. Da kann man natürlich viel mit Vorgaben arbeiten, aber es wird schwierig werden. Ja, und da muss man gute Konzepte haben. Und da stehen wir. Mit einem Olaf Scholz, der es geschafft hat, natürlich mit Corona, in den letzten beiden Jahren mehr Schulden aufzubauen als in den genau 20 Jahren vorher. Das muss man auch sagen. Die Frage an der Stelle ist aber, und da komme ich immer wieder darauf hin, wo kann ich sie verorten? Mhm. Der Weg im Bund wird ja einer sein, entweder werden wir bekommen Schwarz und Grün, vielleicht mit ein bisschen Gelb dabei, oder Schwarz und Rot mit ein bisschen Gelb. Wo würden Sie denn jetzt so in dieser Sekunde, wenn Sie denn in Berlin sind, wo würden Sie sich denn mehr drüber freuen, wenn Sie nach Hause fahren im Zug? Also wenn ich mich, also grundlegend, ich bleibe bei meiner Aussage, ist es natürlich sinnvoll, dass ein Scholz als Kanzlerkandidat reingeht, weil das ist immer möglich tatsächlich. Ich komme ja nun, bin aufgewachsen in Sachsen-Anhalt. Da gibt es sehr, sehr interessante Modelle, die da tatsächlich zum Tragen gekommen sind. Unter anderem das Magdeburger Modell, eine Minderheitenregierung zum Beispiel. Auch das ist eine Möglichkeit. Das ist keine starke Möglichkeit, aber es ist eine Möglichkeit. Ich bin kein großer Freund davon, jetzt schon in Richtung Koalition zu schauen. Weil ich, wie ich vorhin sagte schon, in mir ruhe, weil wir in uns ruhen, weil die SPD tatsächlich momentan sehr, sehr stark ist. Und zwar, was die innere Geschlossenheit 16% betrifft. Was die innere Geschlossenheit betrifft und die Programmatik. Das passt sehr, sehr gut auf mein persönliches Wahlprogramm. Und ich sehe momentan überhaupt gar keinen Anlass, in irgendeine Richtung zu schauen, weil ich weiß, dass erstmal noch eine ganze Menge Wasser die Elbe runterlaufen wird, bis dann Wahltag ist. Es ist momentan eine extreme Dynamik da. Corona macht uns allen das Leben schwer, nicht nur der Politik, sondern vor allem den Bürgern. Und es ist vollkommen unklar, was da passiert. Wir wissen nicht, was am rechten und am linken Rand noch irgendwo aufpoppen wird. Und es ist momentan noch nicht klar, wo welche Mehrheiten liegen werden. Der Sommer wird zeigen, wie wir aus dieser Krise rauskommen. Ich hoffe, dass wir bis dahin rauskommen. Und dann wird sich zeigen, wie wechselbereit die deutsche Bevölkerung ist und wie wechselbereit auch der politische Wind weht, ja, und welche Koalitionen da möglich sind. Ich glaube aber nicht, dass eine FDP ohne weiteres mit den Grünen zusammengehen wird. Dafür gibt es da, glaube ich, das ein oder andere Persönliche noch. Einmal weg von der bundesweiten Großwetterlage zu Ihrer Kandidatur Großwetterlage. Mhm. Eigentlich muss man sagen, Sie sind völlig chancenlos. Ich stelle das mal so in den Raum. Mhm. Sie haben zwei Möglichkeiten, in den Bundestag zu kommen. Das eine ist über Liste. Mhm. Bitte korrigieren Sie mich. Also wenn wir jetzt die aktuellen Daten nehmen, kommt man über die Liste vielleicht über Platz 6 gerade noch rein. Mhm. Wahrscheinlich eher 5, wenn wir nicht drum kommen. Sie sind auf 9. Mhm. Das heißt, da weit weg. Das heißt, Sie müssen über eine Direktkandidatur, über ganz viele Menschen, die Sie jetzt sehen, mhm, begeistern, die sagen, ich möchte mit der Erststimme unbedingt diesen Mann nach Berlin bringen. Mhm. Gegen den Dauergegenkandidaten Gero Steuerhahn von der CDU und, ich glaube, da sind wir uns beide nicht so ganz sicher, irgendjemanden, der noch nicht, glaube ich, nominiert wurde von den Grünen. Aber die haben beide mehr Chancen, weil die einen stehen im Moment so bei 25%, die anderen bei 23% und ich wiederhole es ungern, wie bei 16. Also wie geht es da ab? Wo wollen Sie sich diesen beiden Kandidaten gegenüber, dem einen, der noch nicht bekannt ist, dem oder die Kandidatin oder keine Ahnung, wie man das sagt, wie wollen Sie sich da in diesen wenigen Monaten nach vorne spielen? Das ist interessant, das letzte Mal habe ich so oft die Zahl 16 gehört. Da wollte ich, glaube ich, an der Tankstelle Zigaretten kaufen. Das ist aber schon lange, lange her. Waren Sie aber schon 24? Dankeschön, Dankeschön. Also es ist tatsächlich, es ist so, wenn wir uns den Listenplatz anschauen, so ist das überhaupt gar kein Problem. Ich sehe das nicht als Negatives, sondern als was sehr Positives. Wir hatten am Wochenende die Landeswahlkonferenz. Es gab sehr, sehr starke Unterstützung von allen Seiten. Wir sind sehr, sehr gut vernetzt in der schleswig-holsteinischen SPD. Generell auch die Unterstützung aus Berlin ist sehr, sehr stark. Wir haben ein gutes Team beieinander und wir werden einen sehr, sehr starken Wahlkampf führen. Nämlich einen Wahlkampf, der sich um Themen dreht. Und das ist etwas, was zum Beispiel bei meinem politischen Konkurrenten von der CDU nicht unbedingt im Fokus steht, habe ich jedenfalls den Eindruck. Nichtsdestotrotz bin ich offen für Diskussionen, bin offen für Debatten mit ihm, sehe aber tatsächlich unsere meinungsstarke Profiltiefe, die wir über mich als Kandidaten, über die SPD, über das Wahlprogramm und die SPD als solches haben,
tatsächlich in der starken Möglichkeit, hier ein Direktmandat zu erringen. Denn die Wechselbereitschaft ist nicht zu verachten. Momentan passiert auf Bundesebene recht viel. Wir haben ein sehr, sehr dynamisches Umfeld durch die Krise. Wir haben viele Bürger, die mittlerweile schon fast Gefahr laufen, Politikverdrossenheit zu erleben. Wir müssen damit arbeiten. Wir müssen die Bürger wieder einfangen. Und ich denke, das wird mir um einiges besser gelingen als Sie. Wenn Sie Ihre Themen, Ihre politische Agenda in genau 5 Sätzen sagen könnten, dann wären das welche? Die Angestellten und Arbeiter wieder gut durch die Krise führen. Durch eine wiederholte Krise. Nummer eins. Wir brauchen einen gut durchdachten Klimawandel, der wirklich gut gemacht wird in Deutschland. Wir müssen Deutschland durch die Digitalisierung als Industrieland führen. 3. Wir müssen dafür sorgen, dass das Rentensystem und das Pflegesystem überarbeitet werden. Durch eine Bürgerversicherung, durch ein Grundrentensystem, wir sind schon auf dem Weg. Und wir müssen dafür sorgen, dass uns die Inklusion und die Integration gelingt. 5 Punkte. Ich sage es ganz klar, über Liste kriegen Sie den Mann nicht in den Bundestag. Wenn Sie ihn wählen wollen, müssen Sie ihn direkt wählen. Ich sage vielen Dank für den Besuch, Bengt Berg. Und bis zum nächsten Mal, direkt vor der Wahl. Und dann interessiert uns natürlich, wie sind die letzten Meter vor Berlin. Vielen Dank. Vielen Dank. Weitere Informationen und Termine aus der Region finden Sie auf dem Online-Portal Ihres Stadtmagazins.